Aus aktuellem Anlass das Folgende. Ich sage immer gerne, Mathe ist eigentlich nur Schreiben. Ich habe die Überschrift so gewählt, Mathe ist wirklich, wirklich, fast, gehe ich gleich drauf ein, nur Schreiben. Fast. Fast bezieht sich darauf, dass ich ein kleines bisschen das Kopfrechnen beherrschen muss. Also 3 plus 4 sollte man können, zum Beispiel. Oder 5 mal 8. Oder also das 1 plus 1, also das 1 mal 1 sollte man können. Wenn man das richtig kann, kann man auch die Umkehrung davon. Na gut, was ich immer wieder erlebt habe, und wir haben das jetzt in der 5. Klasse mal ganz bewusst trainiert und beachtliche Erfolge erzielt. Aber ich gehe jetzt mal auf die typischen Vorgehensweisen ein. Es steht eine Aufgabe im Buch, da steht meinetwegen auf Seite so und so, unter A, löse die und die Aufgaben. Dann geht das los. Dann versuchen die Schüler Folgendes: 3 plus 4, 3 plus 4, das muss ja die Klammerrechnung, geht ja vor alles, ist 7, mal 7 ist 49. 49 minus 21, warte mal, 49, war das jetzt richtig? 3 plus, naja, ich schreibe es mal sicherheitshalber so, 3 plus 4 ist 7, mal 7 minus 21, dann kommt wieder ein ist gleich, das ist jetzt noch sauber geschrieben, meistens sieht es viel schlimmer aus, 7 mal 7 ist 49, minus 1 ist 48, 48 minus 20, waren das 49? Ja, 49 minus 1 ist 48, 48 minus 20 ist 28. Und ja, das wird dann so stehen gelassen. Meistens, wie gesagt, sieht das ganz jämmerlich aus. Es wird einfach nur hingeschmiert. Aber die Übersicht geht verloren. Das war eine kleine Aufgabe. Was machen wir? Also ich empfehle es so wirklich nicht. Ich empfehle Folgendes. Warum sollte man nicht schreiben A? Und jetzt nicht eine Klammer, sondern A wird sein. Also alles, was ich unter der Aufgabe A rausbekomme, werde ich dem Buchstaben A zuordnen. Und ich schreibe es einfach so. 3 plus 4 in Klammern mal 7 minus 21. Und statt jetzt alles hintereinander zu schmieren und dann die Übersicht zu verlieren, haben wir uns Folgendes jetzt angewöhnt und beachtliche Erfolge erzielt. Wir sagen ganz einfach 3 plus 4. Wir fassen also zuerst, weil die Klammer ja vorgeht, das vor. Einfach als 7 zusammen, schreiben den Rest ab hier. Dieses Mal ist dieses Mal 7 minus 21. Und ohne groß zu überlegen, sagen wir 7 mal 7 ist 49 minus 21 und haben dann wirklich die Möglichkeit zu sagen, gut, jetzt kann ich in Ruhe rechnen. Mehr bleibt jetzt nicht übrig, jetzt wird es eine kleine Aufgabe. Nochmal zur Geschwindigkeit, bevor ich hier im oberen Teil mir einen Wolf rechne, also wirklich mir riesige Mühen mache, schreibe ich doch lieber eine Zeile mehr und sage dann, okay, A. Und jetzt kann ich in Ruhe sagen, 9 minus 1 ist 8 und 4 minus 2 ist 2 und bin fertig. Ich muss also, kann die Aufgaben auf ganz einfaches Niveau runterschrauben. Machen wir nochmal ein anderes Beispiel. Na, so. Ein anderes Beispiel mit einer längeren Aufgabe, wo klar wird, dass es doch leichter geht. Also, wir sagen B. Soll dann sein. Ich mache jetzt mal ganz kurz Pause und schreibe die Aufgabe hin. So, die Aufgabe steht da. Und ich wende jetzt diese gleiche Vorgehensweise, wie ich es oben bei dem Buchstaben A gemacht habe, für B an. Und wir gucken uns mal an, ob das besser geht. Ich sage, komm, nicht lange überlegen, B hinschreiben. Und kümmere mich zuerst um die inneren Klammern. Das heißt, ich schreibe den ganzen Kram mit der äußeren Klammer, dieser eckigen, die habe ich eckig gemacht, mal hin. Und sage mir, okay. 4 plus 7, 4 plus 7, naja, das ist 11. Und dieses 3 mal stand ja noch davor. Minus 5 mal. Und jetzt kümmere ich mich hier um diesen Teil hier. Minus 8 plus 3. Und minus 8 plus 3 ist minus 5. Mach die Klammer zu. Ich habe gar nicht weiter nachgedacht. Also bis auf diese Kleinigkeiten des Kopfrechnens. Und ich lasse jetzt immer noch die Klammer stehen und sage, okay. Und ich lasse die sogar in der gleichen Position stehen. Natürlich verbraucht es mehr Platz, aber ich muss nicht überlegen. 3 mal 11 ist 33. Und ich sage jetzt, minus 5 mal minus 5 ist plus 25. Und jetzt kann ich ganz schnell sagen, okay, 33 und 25, 3 plus 5 ist 8, 2 plus 3 ist 5 und das Ganze mal 11, na dann wird es nicht mehr schlimm. Denn ich kann jetzt in Ruhe im Kopf rechnen und kann sagen, okay, hier gibt es noch einen Trick. Also ich könnte sagen 5 und die 8 schreibe ich auseinander. Wenn man mit 11 multipliziert, geht das ganz leicht.
8 plus 5 ist 13. Ich schreibe die 3 hier rein, gebe hier einen Übertrag dazu und mache hier eine 6 draus. Dann habe ich 638. Fertig. Der Vorteil müsste klar gewesen sein. Ich habe ein bisschen mehr geschrieben, ich habe aber den Kopf freigelassen. Ich habe den Kopf freigelassen, indem ich mich um die kleinen Aufgaben kümmere und letzten Endes aus der ganz langen eine kürzere und noch kürzere Aufgabe und eine noch kürzere Aufgabe machen, die ich dann mit Leichtigkeit lösen kann. Jetzt noch ein Übungsbeispiel und wer zu Hause das mal ausprobieren möchte, der macht folgendes, der hält praktisch das Video immer an. Ich werde jetzt erstmal kurz Pause machen, die Aufgabe hinschreiben und werde dann Anweisungen geben, zu Hause die Pause-Taste zu drücken. Also, ich schreibe jetzt erstmal die Aufgabe hin. So, die Aufgabe steht da und ich sage, okay, dann kümmere ich mich erstmal um die Klammer. Ich schreibe also C, Klammer auf und hier oben steht 2 hoch 4, dann schreibe ich also 2 mal 2 mal 2 mal 2. Ich habe gar nicht nachgedacht. Ich weiß ja, hoch 4 heißt, ich muss 4 mal die 2 hinschreiben und schreibe die 4 unter dem Bruchstrich. Wir wissen ja alle, ein Bruchstrich ist genau das gleiche. Also das hier, dieser Bruchstrich, ist nichts anderes als ein Geteiltzeichen. Das bloß nebenbei. So, schreibe die minus 2 dahinter, mache wieder zu, habe geschrieben, habe nicht nachgedacht. Jetzt kann ich in Ruhe weiterrechnen. Ich kümmere mich drum und sage, okay, Klammer lasse ich erstmal. 2 mal 2 ist 4 mal 2 ist 8 mal 2 ist 16 geteilt durch 4 minus 2 mal 8. Ohne nachzudenken. Jetzt kümmere ich mich um diese Klammer und sage, 16 geteilt durch 4 ist 4. Und das kann ich jetzt wirklich im Kopf. Ich fasse also diese 4, die hier rauskommt, minus 2, fasse das zusammen und kann die Klammer dann weglassen. 4 minus 2 ist 2 mal 8. Ach so. Dann ist C bloß noch 2 mal 8, nämlich 16. Peng. Ich habe kaum noch die Möglichkeit, mich zu verrechnen. Falls ich nicht rechnen kann, geht es natürlich nicht. Und bin im Prinzip mit der ganzen Geschichte fertig. Machen wir mal ein ähnliches Beispiel. Und ihr haltet dann immer an. D ist gleich. Und jetzt ähnliches Beispiel. 3 hoch 3 geteilt durch, naja, was nehmen wir denn? Durch 9. Das wäre minus 1 und das Ganze mal 5. So, jetzt zu Hause Pause drücken und die nächste Zeile so wie hier links entwickeln. Das ist jetzt eure Anweisung. Also, wir drücken jetzt hier Pause und rechnen die nächste Zeile. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ihr die Zeile geschrieben habt, sehen wir uns wieder. So, es geht weiter. Ich schreibe D ist gleich. Schreib die Klammer ruhig, ne, wie hier, wie links, und schreibe 3 mal 3 mal 3. 3 hoch 3 heißt ja 3 mal 3 mal 3. Und das alles geteilt durch 9 minus 1 mal 5, ohne nachzudenken. Der nächste Schritt, wir machen wieder Pause. Der nächste Schritt, so wie links hingeschrieben, D ist gleich Klammer, Klammer mal 5. Ich kümmere mich hier um dieses Zeug hier drin. 3 mal 3 ist 9 mal 3, ist 27, geteilt durch 9. Minus 1. Der nächste Schritt, wieder Pause, zu Hause bzw. hier wird gearbeitet und dann sehen wir uns wieder. Und weiter geht's. D ist gleich. Jetzt, 27 geteilt durch 9 ist 3. 3 minus 1, man darf ruhig solche Striche machen, ist überhaupt kein Problem. 3 minus 1 ist 2 mal 5 heißt die Aufgabe. Nein, jetzt braucht man keine Pause zu machen, das ist 10. Peng, fertig. Das sieht man den großen Aufgaben gar nicht so an, ne? Dass das letzten Endes ganz leicht geht. Und das war das Ziel und so machen wir es jetzt schon eine geraume Weile, auch in kleinen Klassen schon. Also wir schreiben strukturiert, sagt man. Man sieht eine Struktur, man sieht ein Gerüst, wie man vorgeht. Und durch dieses Untereinanderschreiben merkt man, wie die Aufgabe jedes Mal ohne groß nachzudenken immer kleiner, immer leichter wird. Und das war das Ziel. Ja, ich hoffe, es hilft euch allen. Ist ein bisschen mehr Schreiberei, Heft wird ein bisschen voller, Finger tun vielleicht weh, aber verrechnen dürfte, wenn man ein bisschen 1 mal 1 und 1 plus 1 kann, kein Problem mehr sein. Gut, bis später in diesem Theater.